Und dann herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, die letzte Folge war ja ein ziemlich fiesiges Ende und ja, das fiese Ende setze ich jetzt einfach mal weiter. Von daher, muahaha, deal with it. So. Ich will gerade was. Moment, ich habe gerade ein SMS bekommen, das ist ganz wichtig. Moment. Passiert ja jetzt sowieso nichts in der Nacht. So. Oh, hier kommen sie. Oh mein Gott. Alter. Ich sehe gleich, wie das Fundament einstürzt. Ich sehe es gleich kommen, ey. Oh fuck, ich muss was bauen. Ich glaube, Leute, das wird nicht Gutes werden. Das wird richtig failen. Oh oh. Was macht der denn da hinten? Jump Party? Mach ich mit. Oh, ich sehe gleich. Gleich fährt alles so auseinander. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Komm. Oh, wehe, ey. Oh, nochmal jemand, es müssen schon hunderte von Zombies sein. Oh, oh. Oh, Alter, ich weiß nicht, wo ich hin muss. In die Mitte vielleicht? So, das sieht stabil aus, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass das die ganze Nacht durch hat, das Ding. Sieht's denn aus, sind die da hinten schon gekommen? Alter, wenn da später noch so Krabbelspastis kommen, dann gute Nacht. Dann können sie noch klettern und dann ist alles am Ende. Dann müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen das überarbeiten, das Konzept. Oder man muss wirklich Multiplayer spielen, dass man hier was überhaupt was schafft. Fuck. Natürlich nachladen. Und da ist der Zombie weg. Also noch sieht alles ja ganz gut aus. Ich will gar nicht runtergucken. Ich kann es aber nicht ablenken, die Zombies, ne? Das geht gar nicht. Ha. Boah, ich sehe schon, ey. Na, wer wettet mit? 5 Euro für Haus einstürzen, 5 Euro, wenn nicht, oder so? Wer macht mit bei der Wette? Der Gewinner bekommt, was weiß ich, ein Wochenendurlaub in diesem Camp hier. Ist auch was Feines, ne? Ein Wochenende hier in so einer Klappbude hier. Auch nicht schlecht. Oh Gott. Was scheint zu funktionieren, das Ganze. Habe ich einen Schlafsack dabei? Nö. Ich schmeiß mal so ein bisschen Zeug weg hier. Was soll ich mit den Papers eigentlich? Ich glaube, sie sind fertig. Roadwood Door. Campfire. Ja, wie kann man das Feuer machen? So vielleicht? Nee. Ja, ich glaube, die Zombies sind fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Habe ich es geschafft? Habe ich euch nicht vorgeschlagen, ihr Fuckviecher, hä? Ich glaube, das Benzin ist alle. Ich glaube, wir brauchen die Gascan dafür. Die garstige Can. Vielleicht auch nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, wir haben Verschiss mit der Axt. Mit der Axt eigentlich schon mit dem.
glaube, unsere Chainsaw ist kaputt. Die ist alle. Mist. Will mich gerade die Tür reinbauen. Wo ist eine Old Wood? Habe ich das irgendwo? Okay. So. In der Old Wood Door. Kann man damit nichts bauen? Ist das keine Tür für dich? Hm. Eigenartig. Ein Campfire. Tja. Das sind ja so Plywoods. Ach, muss man vielleicht damit was bauen? Oh, ich weiß, wenn man Sticks macht. Das ist auch nicht schlecht. Damit kann man auch viel machen. Ein Inventar ist aber volle Sticks. So, ich bräuchte vielleicht mehr solche Teile hier. So, Old Wood. Ist das damit vielleicht, die Tür zu machen? Sieht gut aus, aber... Doch, klar, cool. Habe ich einen Monitor rausgeklickt, auch nicht schlecht. Also falls da gerade mal ganz kleiner Cut war, liegt daran, dass ich gerade aus dem Monitor rausgeklickt habe. Das war eigentlich nicht so mein Sinn. So, ich brauche mal die Faust. Oh oh, jetzt kommen sie zurück. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber egal. Das geht schon. Kann ich denn keine Axt oder sowas bauen? Oder ich habe doch hier Iron Ingot. Damit kann ich doch bestimmt eine Axt bauen, oder? Geht das? Fire Axe, ja, klar. Eine Fire Axe, so. Ich habe schon eine Idee. Aha, mein Gehirn zeigt dich mal wieder. Wow, dauert aber auch nicht lange. Krass. Ja, die... Ach komm, ich schmeiß mal irgendwas raus hier. Forgiving Metal. Der verziehende Metall, irgendwas. Hier, komm. Hast du was? Die Chainsaw machen wir mal da weg. Dann bauen wir mal die Tür ein. Aha. Ich sag euch Leute, das Ding wird eine richtig geile Pimpvilla hier. Irgendwann kommt ja richtig schon Ferrari in die Garage und dann kann uns die Apokalypse mal voll am Arsch lecken. Ich sag's euch, ey, das wird echt die Pimpvilla. Wenn ich dann eintritt oder so. Oh, ich seh schon, wenn ich morgen früh aufstehe hier. Wenn die Sonne aufgeht, dann muss man wahrscheinlich irgendwas bauen. Und alles wieder festbauen. Aber kann ich denn nicht, so eine Kiste? Ist das denn... Kann man denn mit keinen? Nee, kann man nicht. Irgendwie so eine Vorratskiste bauen oder sowas? Geht das denn nicht? Okay, wie bauen wir denn eine Kiste in Minecraft? Das ging ja so, ne? Okay, das war's schon mal nicht. Gleich mit dem anderen Holz. Auch nicht. Hm.
Vielleicht zu? Nee, auch nicht. Hm. Ich weiß nicht mehr, ob es so eine Art Vorratslager gibt. Ich weiß es gar nicht. Alter, das geht wieder ab, oder was? Krass. Ich hab gar nichts gemacht. Diese Zombies, nur am Spinnen. Ich glaube, die wissen nicht, wo wir uns befinden. Also die Zombies wissen nicht, wo ich bin. Und deswegen geben sie dann irgendwann mal auf. Ich glaube, ich baue das mal ein bisschen aus hier. Haben wir Scrap Metal? Kann man da irgendwas bauen? Nee. Hm. Oh, das ist gerade eingefallen. Das ist gerade irgendwas eingestürzt. Was ist gerade eingestürzt? Man hat es vielleicht ganz kurz gehört. Irgendwas ist eingefallen. So, ich würde sagen, für dieses Folgenlimit mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Und warte erstmal, bis Tag wieder ist, ein bisschen beruhigt ist. Dann gucken wir uns ganz kurz den Schaden an, den angerichtet wurde. Und dann würde ich sagen... So, so eine Kiste davor. Ich würde sagen, wir bauen mal unser Basislager in der nächsten Folge dann weiter aus. Das wäre vielleicht das Ziel. Und dann gucke ich mal, vielleicht mache ich ja dann demnächst irgendwann mal einen Minecraft-Server, sag ich schon. Einen 7 Days to Die Server auf. Aber ich glaube, ich warte bis Alpha 2 rauskommt, denn da soll das Ganze noch ein bisschen ausgebaut werden, was im Multiplayer möglich ist. Und wie gesagt, falls jemand von euch schon einen Server hat und vielleicht Freunde hat, die sowas leiten, dann schreibt es mal ruhig in die Kommentare, dann komme ich gerne mal zu Besuch und dann können wir mal gemeinsam, soweit es geht, überleben. Aber ich denke mal, in diesem Haus werde ich 7 Tage überlegen, locker. So, Zombies irgendwo. Momentan sind sie ganz ruhig, ne? Ich geh'n wieder ab. Oh ja, nicht runterfallen, ne. Ein Guckloch reinbauen. Ich hoffe, sie können hier an die Decke schlagen. Ja, kommt schon einer hier. Boah, ich sehe schon, ey. Nächsten Morgen, wenn es hier Tag ist, wahrscheinlich alles kaputt unten drunter. Wahrscheinlich alles. Ach, verdammt. Und keine Munition mehr. Super gemacht, Viper. Hast du echt gut gemacht. Dass man die Flasche nicht weiter stacken kann, das ist echt fies, muss ich sagen. Kann man denn einen Molotow-Cocktail bauen? Nee, schade. Hätte gut sein können. Boah, ich dachte schon, das ist gerade eingestellt, weil hier gerade ein Grafikfehler war, aber das war nur ein Glitch. Gott sei Dank, ey. Was kann ich denn mit der Gaseline bauen? Was ja auch gebaut werden können. Oder kann ich nur das bauen, was mir angezeigt wird, wenn ich was habe? Kann gut möglich sein. Schade eigentlich.
Am wenigsten wird es wieder hell. Puh, jetzt müssen wir alles mit ganzen Zombies töten. Das wird auch noch so richtig kleine Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind überhaupt. Das sind bestimmt einige. Jetzt ganz vorsichtig mal gucken. Ich trau mich nicht, ich warte noch bis Tag ist. Ach komm, scheiß drauf, YOLO und so. Hallo? Das kann ganz gut in die Hose gehen jetzt. Ach, sie haben noch nicht gebaut so weit. Okay. Wisst ihr, was ich jetzt schnell mache? Bau schnell eine Tür. Und bau die schnell hin, falls irgendwas passieren sollte. Ah, ich kann keine Tür bauen. Okay. Vielleicht, weil das Dach hier stört. Nee. Schade. Auch sieht eigentlich ganz gut aus. Hätte es eigentlich schlimmer erwartet, dass es schlimmer aussieht. Aber Mensch, hat er gut gehalten. Na gut, abgesehen von da. Oh oh. Ich und mein Mundwerk, ne? Beste Freunde und so. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Zombies schon unten drunter sind. Meine Glühbirne. Kann ich damit machen? Nichts. Ja, schaut eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Nehmen wir mal eine Couch mit für oben, dass unsere Pimp-Villa auch was hermacht. Und dann beende ich auch die Folge. Ach, ist das ein schöner Tag. So, wo ist denn meine Pimp-Villa-Couch? Wo ist sie denn? Die ist so, noch zwei für jede Seite. So. Oh. Ach fuck, ich hätte es so aufnehmen sollen. Ja, okay. Ich würde sagen, das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Was meint er? Tag 3? Ja, machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns am morgigen Tag wieder. Bis dahin, macht's gut und ja, lasst mal einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ne? Bis dahin, ciao.